Hoho, haha, hihi, hahaha, hihi, hahaha, hoho. La 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 la, hä, hä. Wie? Nix mehr! Gar nix? Ja. Hab ich mich selbst gerade ausgelacht, anscheinend. Toll. Ich freue mich. Aber doch, die Höhle ist schon gemütlich. Es ist schon gemütlich, die Ruhe. Die Ruhe macht's. Hier ist sonst nichts, oder wie? Hier muss doch noch was sein. Hier kann doch nicht nur die... Ey, echt jetzt? Was sagt die Karte denn? Nix. Die sagt nur, du kannst hier nicht lang. Hier vielleicht, ist hier irgendwo noch was drin? Ich aktiviere die Fallen neu. Einfach so, wer weiß. Wahrscheinlich latsche ich dann selber rein. Aber. Warum gibt's denn hier nichts mehr? Das finde ich jetzt ärgerlich. Ja, müssen wir die große Halle? Vielleicht finden wir da ja zufällig die. Also ich wüsste nicht, wo ich das die Königssocken finden sollte jetzt. Oh, aufpassen, nicht runterflupsen. Ja, es wäre tief. Ich würde auch gerne mal wieder speichern. Ich wüsste auch wo. Ich weiß, wo die. Ja, ja, beim Fass, bei der Truhe. Einfach aus Sicherheitsgründen. Muss man. Also, ne, Sicherheit geht vor. Deswegen speichert man den Spielen ab. Ich fand das ja angenehm bei. Nein. Bei Outward, wo man einfach. Wo permanent jede Sekunde, wo er sich selbst gespeichert hat. Aber, naja. So, jetzt. Wuseln wir uns nochmal hier durch. Gerade ist die Ruhe echt, echt angenehm. Warum kann man das auch nicht aufmachen? Kriegst du das Ding am Kopf? Fünf von den Dingern gefressen. Aber wir können hier schon morden, ne? Spinnen sind okay. Und ich fackel ab. Überreste. Warte mal. Hier ist noch ein Obolus? Ach, die von den verschollenen Wachen. Wir mussten die killen. Ja, krass. Okay, heftig. Dann habe ich doch hier bestimmt irgendwo was übersehen. Ganz bestimmt, was war denn hier in der Mitte? Tür. Hier waren wir noch gar nicht drin. Oh. Oho. Aha. Ach was. Ach guck. Warum waren wir hier noch nicht drin? Warum? Was hatte ich denn da gesucht? Ich weiß es. Die Elster hockt da. Und die wird mich fressen, weil ich kein König bin. Wo ist die? Ich sehe den Kopf gar nicht. Da. Wow. Was ist denn mit der Laterne los? Was machst du da? Muss das so? Irgendwas ist doch hier kaputt. Das erinnert mich daran, ich habe einmal im Garten kam mir eine Elster entgegengeflogen, die war völlig zerrupft. Und dann habe ich später mal gelesen und die wollte sich auch nicht helfen lassen, so. Sind weggehoppelt und dann hat die Katze vom Nachbarn schon da gewartet. Da dachte ich, oh, das ist aber traurig. Und ich habe dann gelesen, dass die depressiv werden. Wenn die ihren Partner verlieren oder so, dann rupfen die sich und ja, dann. Das ist schon krass.
Also es ist nicht nur wir Menschen hier mit allein, wir sind die einzigen mit Gefühlen. Alles andere ist, Und selbst Pflanzen haben Gefühle. Deswegen finde ich das ja auch, die Diskussion so ein bisschen empathielos des Lebens auf der ganzen Welt gegenüber. Und dass man dann sagt, ja, manche Tiere, also dass wir die essen, die sind ja so süß und die haben ja auch Gefühle. Ja. Oh, habe ich die Laterne leer. So ist das. Aber Pflanzen haben auch Gefühle. Nicht vergleichbar wie wir. Vielleicht, aber wer weiß das denn? Auf jeden Fall leben sie und so. Und ich finde dann das Album, das als Argument zu bringen. Weil Essen heißt töten, auseinanderschreddeln und so. Ob das Pflanze oder Tier ist, ist egal. Du musst was umbringen. Was Lebendiges essen. Steine gehen nicht. Und dann denke ich, sollte man das mit Respekt tun. Nicht einfach so, ja, hier, hau weg die Scheiße und Massentierhaltung und Massenpflanzenhaltung und so. Weil, naja, da wollen wir nicht drüber reden jetzt. Weil andersrum denke ich mir auch, wenn wir alle von Pflanzen fressen nur würden, die Ackerlandschaft, die wir dann betreiben müssten, macht es ja auch nicht besser. Da müssen wir auch die Wälder plattholzen und so, also ich weiß nicht. Oder wegroden. Das ist jetzt lustig. Was hast du zu sagen, mein guter Mäuserich? Und zu mir spricht die Wache des Kommandanten. Ey, warum ist das alles so verbuggt plötzlich? Wenn du eine Frage hast, sag sie bitte. Jetzt so schnell, ganz schnell, so, oh ja, hier. ich habe nicht alle Überreste. Ach so, ihr müsst mir die Überreste bringen. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich die finden soll. Ja, mir ist nichts geblieben außer Zeit. Ja, was ist die grüne Flamme? Die Abwesenheit von Gedanken, von Vernunft. Ein alles verzehrende Macht. Diejenigen, die hier liegen, sind dazu verdammt, sich hier auf ewig anzuschließen. Wo ist sie gekommen? Manche sagen, sie sei eine göttliche Macht, die uns prüfen soll, aber wer kann das schon wissen? Vielleicht war sie auch schon immer unter uns. Wahrscheinlich irgendein Giftgas von den Menschen oder so. Ja, mit ihr haben wir ja schon gequatscht. Okay, ihr müssten wir die Urnen bringen. Ich habe irgendwie gehofft, dass hier noch mehr ist. Gar nichts ist hier. Nix. Ja, und jetzt? Wo finden wir das letzte Königsteil? Oder können wir nur so tun, als ob? Aber es ging ja irgendwo anders noch lang. Warte mal, hier ging es ja auch noch lang. War das hier? Nee. Und genau gegenüber. Okay, von genau gegenüber. Da ging es ja auch nochmal, genau, da hat die Elster uns aufgehalten. Ach so, da geht's gar nicht weiter jetzt. Nein, jetzt laufe ich genau falsch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss nochmal spinksen. Und hier die andere Ratte haben wir auch nicht gefunden. Letzte. Das ist gerade total meditativ, das Flapschen die ganze Zeit der Füße. Warte mal, da ist noch so eine Stelle. Oh, da kommt man wohl nicht hin. Kann ich gar nicht zeigen. Aber bei dem Rondell, da ist noch so ein Zeiger, der da so rein zeigt. Aber ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass man da hinspringen kann. Aber da hinten ist... Aber die Elster sitzt doch in der Mitte.
scheuchen sollen? Ich hab Angst, dass die mich frisst. Schmied kann ich auch nicht mehr fragen. Ja, wir brauchen das letzte Königsding. Wo ist das? Und hier die Urnen und wo sind die alle versteckt und so und... Hätte ich gern und... Am Strand vielleicht. Gehen wir nochmal am Strand. Gehen wir mal hier runter. Hier kommen wir jetzt raus. Und gucken nochmal ganz genau alles hier ab. Oh, müssen wir... Wo müssen wir denn lang? Papa, da ist noch so eine Kammer. Hä, ist das richtig? Ja, hier geht's aber raus. Warte mal, warte mal. Ich will zu dieser Kammer. Ja. Aber hier ist... Hä? Wieso komme ich zu dieser... Da ist doch das Viereck auf der Map. Da komme ich gar nicht hin. Ah ne, das war oben der Eingang und der Aufzug und alles, ne? Ah, okay, alles klar. Aber warte mal, hier vielleicht. Hier war doch auch... Hier ist noch ein Fisch in der Wand, der... Hier war mal ein Meer. Auch interessant. Der da rein versteinert ist. Geile Idee. Warte mal. Ja, ja, Laterne, Laterne. Lief runter. Ich könnte da rüber hüppe. Wenn ich das, speichern wir vorher ab. Aus dem Grund. Nein, oh, jetzt habe ich den Aufgang nicht. Da, da wo es leuchtet. Ich versuche da mal zu springen. Ja, aber so ist das bei jedem Spiel. Am Ende wird es nochmal so knifflig, dass man so, wo es das Hirn verwurstelt. Will ich das? Weiß ich das? So, meine Freunde, jetzt wird's ja aber Casallo. Knallo, Farfallo, Bamballo, Schnaballo. Ah, der Reimemeister. Jetzt bin ich falsch abgebogen, abgebiegt. Warum? Ich ziehe nur das Let's Play in die Länge. Ich will auch nicht aufhören. Will ich auch nicht. Ich werde echt traurig sein, wenn das Spiel vorbei ist. Die Wendung hier und die Geschichtserzählung, also top Leute. Würde ich gerne mal kennenlernen. Also sonst hätte ich nicht so das Verlangen, aber bei manchen Sachen da ist schon eine Begeisterung dabei. Es geht, es geht, es geht. Ich hab's gewusst, dass es geht. So, und jetzt was machen wir hier? Komm, leg mir einfach die Socken hier hin. Unterm Stein. Auch nicht. Toll, hier ist gar nichts. Was will ich denn hier? Da hoch jetzt? Ah, da sind wir ja schon mal lang gegangen. Oder? Ich finde den Fisch so abgefahren hier. Finde die Idee gut. Ja, der ist da versteinert. Vor allen Dingen so seitlich. Da muss der Stein ja mal anders gelegen haben, dass der Fisch da drauf gelegen ist und dann, naja. Ich spring da jetzt rüber. Komm, wir haben abgespeichert. Ja, das geht. Oh. Moment des Schocks. Warte mal. Gehen wir hier lang? Müssen wir da springen? Oh, ich hab Schiss. Ui, 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 ui. Aha, wo sind wir jetzt? Da, 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 da. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Hier liegt noch eine Urne. Komm und Socken. Ich hab hier Socken an denen gesehen. Nein, doch nicht. Nur eine doofe Urne. Aber stimmt, die Stelle gab's... Ach, die hatten wir schon mal gesehen. Warum bin ich denn da nicht gesprungen? Ach, weil man hier nicht rüberkam, oder wie war das? Aber jetzt bin ich vielleicht schnell genug durch die Rüstung, das kann sein. Da hieß es doch, zu lang kann hier durch, irgendwie so. Oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Aha, aha. Ja, hier ist noch eine... Wieso ist die denn wieder aktiviert? Wer macht denn sowas?
Ach so. Hier ist eine schwere Urne, damit kämen wir durch die Türen. Aber, ah, da kämen wir da hinten durch die Türen, aber muss ich die komplett rumschleppen? Ich hätte trotzdem gern das Königsgewand erst. Okay, hier gibt es eine schwere Urne. Damit durch die Türen kommen? Hm. Laufen wir aber ewig. Ich wüsste auch nicht, was das bringt. Na, wir kommen ja gar nicht darüber gesprungen. Aber mal ausprobieren. Vielleicht kann man die schwere Urne auf die Platte stellen, dann sparen wir uns hier den Weg. Haben wir eine Abkürzung. Wäre ja schon mal was. Das muss ja auch so sein, dass man irgendwie hier mal abkürzen kann. Ja, und sie hält. Ah ja. Guck mal, da brauche ich ja nicht mal die Rüstung. Lag irgendwas und dann zapfen. Und da unten ist auch nochmal so ein Redezeichen. Wer ist denn da? Gehen wir mal kurz gucken. Hier und rechts rum. Wo denn? Hallo? Da geht's noch tief runter. Achso, da liegt der eine Tote. Mit dem könnte man reden. Soll das ein Scherz sein? Nee, Moment. Das ist von der anderen Seite? Da ist doch nichts. Ist da doch was? Da ist was. War der Sprung? Das war mein Todesurteil. Aber interessant. Hier haben sie dann noch... Aha, aha. Oh, hier bin ich aber auch falsch gesprungen. Es war auf der anderen Seite. Verdammt. Hier hört auch die Grafik auf. Und wir stecken fest. Okay. Ah. Ah. Das war alles nochmal. Muss ich nochmal hüppen da unten? Ja, machen wir das flott. Und dann. Watscheln wir hier nochmal schön lang. So. Langsam werde ich mutiger, aber geht mir trotzdem immer das Herz. Oh, gerade bei sowas. Urne. Leben würde ich das nie machen. Über solche Abgründe springen muss man schon, also muss man echt in größter Not sein. Dann. Aber sonst ist das nur bescheuert. So, dann nehmen wir hier die schwere Urne mit. Die lag da die ganze Zeit schon, ne? Auf noch langsamer. Ja, das hätten sie echt. Obwohl, naja, ist halt schwer, ne? Stellt ab, wo ihr einen freien Platz habt. Ja, wie? Jetzt geht das Ding ja auch nicht runter. Was ist denn jetzt hier kaputt?
Ach, muss ich die Rüstung dafür anhaben, dass das nicht schwer genug ist? Erst dann geht das. Vorhin konnte ich das doch hier abstellen. Aber warte mal, bleibt das dann? Es bleibt offen. Ich könnte das Ding mitnehmen, aber ergibt ja auch keinen Sinn. Weil da hinten ist ja nachher Ende. Aber man kann sich die Türen hier aufmachen. Gab's da noch eine Tür? Ja, da hinten müssen wir springen. Da können wir es haken, aber da ganz hinten die eine. Da machen wir. Also, es ist gerade so, als wenn es wieder zugegangen wäre, aber nee. Dann nehme ich jetzt den weiten Weg auf mich, weil ich nicht weiß und überlege währenddessen, wo die letzten Königsklamotten sein mögen. Wir müssen noch mal zum Schmied, glaube ich. Nee, hatten wir schon. Aber ich frage den dann noch mal. Das ist jetzt die Frage. Wirklich die Frage. Das lila Licht wirkt hier so surreal. Oh ne, jetzt kommen wir da nicht hoch. Oh, doch, geht. Es geht wunderbar. Ja, ich hoffe, die Türen bleiben offen und das ist nicht ein Bug oder so. Ich gehe dann am Strand nochmal gucken. Dann, wenn ich da nichts finde, dann gucke ich im Internet. Guck mal, hier, hier liegt noch so eine schwere Urne. Oh, haben sie alles bereitgelegt. Ja, ja. Und falls das jetzt doch ein Bug ist, dann darf ich dann nachher nochmal komplett rum. Ah, dann liegt da hinten vielleicht auch eine schwere Urne. Ich gehe doch bei der Elster nochmal gucken. Einfach weil. Weil wir hier gerade noch sind. Und wenn die uns wegpickt, dann ist das so. Aber ich werde es nicht zulassen. Wo war die Leiter? Wahrscheinlich liegt das Teil da oben und sie hockt da drauf. Oh, sind die echt so groß? Ja klar, Mäuse sind zu klein. Die Augen der Elster durchdringen dich mit einem finsteren Blick. Seltsam, ich höre eine Stimme. Und dennoch sieht niemand vor mir. Ich stehe auch hier schon zu lang. Haha! Wie lustig. Muss ich hier vielleicht runterspringen? Da ist auch was. Weißt du was? Das machen wir mal. Toll, da stirbt man. Ach, leck mich doch. Nein, jetzt muss ich nochmal hüppe. Glaube ich. Müssen wir das nochmal machen. Ja, ist halt so. Dann können wir. Ich wollte es wissen. Ich wollte es. Ah. Nee, ich hüpp jetzt nochmal, speichere da nochmal ab und dann gucke ich. Dann gucke ich im Netz nach. Ich gebe es zu. Ich gucke dann im Netz nach, wo das letzte. Wo die Socken sind. Die Socken des Königs. Aber dann suche ich mich hier blöd. Ich habe keine Eingabe, wo das sein könnte. Keine Funkenidee. Keinen Funken. Und ihr schreibt ja auch nicht in die Kommentare oder so. Warum auch? Ist ja anstrengend. Schreibt mir mal, warum ihr nicht in die Kommentare schreibt. Das wäre mal interessant, ne?
einfach so mal ein bisschen quatschen. Kriegt auch ein Herzchen. Ja? Gibt ja jetzt Herzchen. Ich verteile die super gern, weil warum nicht? Kostet ja nichts. Muss ja nicht. Wäre ja schlimm, wenn ich da was für bezahlen müsste. Aber das kommt irgendwann auch noch. Ja, wenn du Herzchen verteilen willst, zahl 5 Euro. Für 100 Herzchen. Dann nehmen sie die YouTuber hier aus. Ja, kommt noch. Das wird irgendwann selbstverständlicher, wie? Du zahlst nicht, damit du Videos hochladen darfst. Obwohl, das ist ja eigentlich auch, das muss man sich im Hinterkopf behalten. Ich lade hier kostenlos Gigabyten an Daten hoch. Das ist schon irre. Gut, die verdienen sich auch dumm und dusselig an Werbung. Aber ich habe ja keine Werbung. Ich darf ja noch keine schalten, weil ich ja gar nicht genug Abonnierer habe. Und selbst dann verdient man nichts. Also der Stundenlohn ist lächerlich. Achso, Rüstung. Ja. Mittlerweile geht's schnell mit den Klamotten wechseln. Nein, dann gehen wir hier ins Fass. Ich speichere schnell und